krass. Wie krass, Leute. Wie krass. Isaac halb tot am Stehen. Du hast es geschafft, Isaac. Ein wahrer Held. Dead Space 2. Das Finale. Oh, 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 oh. Ich glaube, es könnte ein Dead Space 3 geben. War das Ihr toller Plan? Mich absetzen und dann sterben? Ich stecke voller dummer Ideen. Ich hätte auch noch eine. Ich koche euch Dach und hole sie. Schwingen Sie Ihren Arsch. Warte, nein. Ellie sitzt zu spät. Weg von der Station. Nur schade, dass Sie diesmal nichts zu sagen haben. Aufpumpen. Die Rettung in der Not. Ellie. Dann wird's wohl doch ein Dead Space 3 mit Isaac geben. Wow. Ne, der fliegt automatisch. Dem muss ich nicht hinterher fliegen. Boah. Hä? Hä? Was muss ich denn jetzt machen? Ach so, den Dingern ausweichen. Das ist also zum Ende hin noch ein letzter Hindernisparcours. Ich bin jetzt einfach, weil das eben auch alles Video war, einfach so rumgejagt. Okay. Ah, ich kann hier nach rechts und links. Ich muss hier den Gesocks ausweichen. Diesen. Oho. Komm schon, Isaac! Isaac, nimm meine Hand! Ich nehme mir den Finger wund! Ja, Mann, Ellie! Du bist die Beste! Was für ein Abenteuer. Ja, Leute. Ich glaube, das war Dead Space 2. Was? Was war da? Yo, da haben wir doch tatsächlich Dead Space 2 durchgespielt und das nach über 50 Folgen, die es wohl am Ende sein werden. Also harter Tobak und ich freue mich wirklich, mir hat das Game richtig Spaß gemacht. Ich habe mich oft gegruselt, sehr oft erschreckt und noch öfter habe ich gedacht, Mann, wie hat's dieser Necromorph nur verdient zu sterben und von mir zerschmettert zu werden. So Leute, und es war auf jeden Fall ein riesiger Spaß, ein echtes Abenteuer, ein Science-Fiction-Epos mit absolut ekelhaften, brutalen und ja, überkrassen Einlagen. Ihr habt es ja selbst gesehen und ich danke euch viel, vielmals fürs Zuschauen. Wer das Game mal selber spielen will, ich kann es euch nur ans Herz legen. Es ist nochmal echt eine andere Hausnummer, als wenn man sich das Ganze nur anschaut, denn der Schockeffekt, der sitzt einen dann so richtig im Nacken. So! Nochmal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei diesem Let's Play. Und wir sehen uns und lesen uns auf meinem Kanal oder bei gronkh.de. Viel Spaß. Adieu.
Uncharted Space. Verlorene Meilen. Dead Space 2. Hast du einen Knall? Natürlich. War das ein krasses Spiel, Mann! Was für ein Horrorschocker, ey. Mir ist mindestens 5-mal das Herz in die Hose gerutscht und ich habe 78.000 Mal in die Hose gepinkelt, ey. Ihr glaubt gar nicht, was ich hier für einen Unterhosenverschleiß habe. Ja? Also, ne? Wie sieht das eigentlich bei euch aus? Was war eigentlich die krasseste Erschrecker-Szene, die ihr hattet, so? Weil das Game bestand ja ziemlich extrem aus Erschreckern. Ja, also das, davon hat es ja gelebt praktisch. Gruselgrauen und Erschrecken. Gruselgrauen, Gänsehaut. Ja, und es gibt nur einen, der sich traut. Und das war unser Isaac hier, den Marker überhaupt zu zerstören und alles. Aber das Game hat ja ohne Ende aus Erschreckern bestanden. Jetzt wollte ich gerne von euch wissen, was war so der krasseste Erschrecker, der euch erwischt hat in dem Spiel? Habt das vielleicht noch in Erinnerung, welche Folge das war? Und, ich würde mich interessieren darüber, wenn ihr es mir verratet. Es gab auf jeden Fall einige krasse Szenen. Also, das war nichts für schwache Nerven, dieses Let's Play. Und ich freue mich schon, dass wir es durchgeschafft haben. Nach über 50 Folgen war es auf jeden Fall ein echtes Abenteuer und ein wahrer Spaß. Eine Mordsgaudi im wahrsten Sinne des Wortes. Mit Mordsgaudi. Ne? Versteht ihr? Bevor ich jetzt weiter Scheiße laber, lasse ich euch hier mit dem chinesischen Team alleine. Shanghai, ne? Translator. Liu Bo Jian. Story. Additional Writing. Jeremy Bernstein. Biscara Games Studio Management, Studio CTO Colin Boswell, Finance Chris Armani, Mark Mitchell, Human Resources Brandon Lucker, Recruiting Jeff Bullard, Executive Assistant Laura Larson, US Studio Group, EA Games Senior, blah, Executive, blah, Executive Sings, John Riccitello, EA Games President Frank Gibault, COO EA Games Brian Neider, der hat viele Neider. Global Product Manager Matt Bennett. Thank you.
Boah, Leute, ich bin ja immer wieder erstaunt, wie viele Mitarbeiter an so einem Produkt mitarbeiten. Also wir haben natürlich auch ein Riesenteam von EA, Viz Carroll, die Entwickler, die diesen Titel geschaffen haben, die auch schon sich mit Dead Space einen Namen gemacht haben, mit Dead Space 2 draufgelegt. Ein super Erfolg und ich find's klasse, muss ich wirklich mal sagen, dass ihr es durchgehalten habt, bis zum Ende hier der Musik zu lauschen vielleicht nur. Oder habt ihr die Namen alle gelesen? Mich würde es mal interessieren, ist es eigentlich interessant, diese Credits wirklich komplett zu uppen? Also zieht ihr euch sowas rein oder lasst ihr es nebenbei laufen, wegen der Musik oder weswegen auch immer? Oder sollte man das einfach vergessen, einfach abhacken am Ende? Vorbei ist die Lauge, fertig ist die Lauge, ne? Ihr versteht schon, was ich meine. Ich bedanke mich hier nochmal fürs Zuschauen bei euch und wünsche euch noch einen wunderbaren sonnigen, weil wir haben ja mittlerweile wieder Sonne, die rauskommt, Tag. Oder eine Nacht, eine gute. Oder vielleicht einen schönen guten Morgen, ne? Je nachdem, wann ihr gerade dieses Finale bzw. diese Credits-Folge geschaut habt. Danke und hauen rein. Peace. Zentrum. Wir haben den Überflug beendet. Es ist nichts übrig. Ich wiederhole, Titanstation ist vollständig zerstört. Und der Marker? Negativ. Hier hat nichts überlebt, Sir. Markerstätte 12 ist unwiderruflich verloren. Schande. Alle Flüge zur Basis zurückkehren. Die anderen werden die Trümmer einsammeln müssen.